Lass die Sonne in dein Herz. Eine berührende Performance der Hardworker in einer Einrichtung der Lebenshilfe Bruck Kapfenberg, die niemanden kalt lassen sollte. Die Lebensart in Rettfeld präsentiert ihren neuen Zubau. Er wurde notwendig, da sich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden verändert haben und durch vermehrte pflegerische Tätigkeiten sowie basale Angebote auch die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere geworden sind. Qualität braucht eben Platz. Der Platz ist dafür da, dass pflegerische Maßnahmen einfach in einem Rahmen stattfinden können, wo einerseits der Kunde sich wohlfühlt, aber auch die Begleitung beim Heben genug Platz hat, um auch körperschonend arbeiten zu können. Und wir werden auch einen Snoozelenraum einrichten. Das ist ein Entspannungsraum mit einem Musikwasserbett, wo therapeutische, pädagogische Arbeit in ganz entspannter Atmosphäre stattfinden können. Und der neue Gruppenraum, den Sie drinnen gesehen haben, bietet einfach auch Platz für kreatives Arbeiten. Die Kosten für die Umbauarbeiten betrugen rund 250.000 Euro. 130 Quadratmeter wurden verbaut. Für die Finanzierung wurde eine Bausteinaktion ins Leben gerufen, die nach wie vor läuft. Spenden an die Lebenshilfe Bruck Kapfenberg können steuerlich abgesetzt werden. Vielleicht ein Tipp für die nahende Spendenhochsaison. Wir zeigen das zweite Mal in dieser Woche, dass uns Menschen wirklich menschwert sind und nicht immer Industrie 4.0 wichtig ist. Das ist schon wichtig, aber eben für Industrie 4.0, aber nicht für jene Menschen, die nicht diesem Typus entsprechen, die vielleicht so wie da besondere Bedürfnisse, andere Bedürfnisse haben. Da muss man darauf reagieren und ich glaube, das macht die Lebenshilfe hervorragend.